Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn. Wir sind immer noch, hoffentlich klappt das alles noch, denn ich hatte ja das Update vorab geladen, aber das scheint mir alles zu funktionieren. Ich habe es ja vor offiziellem Release bereits installiert in einer Beta-Version. Und manchmal werden diese Beta-Versionen ja irgendwie, keine Ahnung, wieder ausgeschaltet oder sowas. Aber die läuft noch, das ist gut. Das ist unsere Base, die haben wir das letzte Mal errichtet. Wir haben noch nicht so viel gemacht tatsächlich. Wir haben zwei Dromedare oder was auch immer das ist hier gezüchtet. Das ist Dromedars Vader und das ist Chameleoni. Ja, ihr seht. Noch nicht so viel. Und das ist quasi mit dem neuen Update gekommen. Das ist das neue Wüsten. Also das Wüstenhabitat ist schon ein paar Wochen, glaube ich, alt. Es war irgendwann auch mal neu. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, mit dem Update jetzt Tiere zu zähmen. Ne? Die geben uns auch so Dung. Und diesen Dung können wir auch irgendwie benutzen als Fertilizer. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich dem das jetzt zum Beispiel einfach sagen kann. Was? All Manure? Was bedeutet das denn? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Jedenfalls müssen wir unsere Kolonie hier weiter durch lebensfeindliche Zeiten führen. Wir haben, ich muss ja kurz mal wieder reinkommen. Ach so, das haben wir schon gesalvaged. Das haben wir noch, ach, haben wir auch schon gesalvaged. Das haben wir schon gesalvaged. Das haben wir schon gesalvaged. Aber ich meine, wir sind gerade bei Research, da sind wir bei Construction. Das nächste wäre Spaceship Deconstruction, genau. Das ist nicht so unwichtig, weil wenn wir Spaceship Deconstruction auch erforscht haben, dann können wir nämlich diese Wrackteile auch noch mal weiter ausschlachten. So, wir haben es, wie spät haben wir es? 5 Uhr morgens. Was, 5 Uhr morgens? Echt? Okay. 5 Uhr morgens. Naja, wollen wir mal weitermachen. Achso, genau. Die machen hier freundlicherweise, holen sie hier das, die Ernte ein. Das ist wichtig. Wir haben für alle, die vielleicht das letzte Mal nicht zugeschaut haben, eine massive Holzknappheit. Denn hier wächst halt einfach gar nichts in diesem Wüstenhabitat. Das ist der lächerliche Versuch, irgendwie ein bisschen Holz anzubauen. Das funktioniert alles nicht. Wir haben dafür jede Menge Steine. Wir haben auch 1,6000 Steine auf Lager. Also alles, was wir eigentlich aus Holz bauen würden, müssten wir jetzt aus Stein errichten. Und Steine sind natürlich im Gegensatz zu Bäumen keine nachwachsende Ressource, sodass wir da echt ein bisschen gucken müssen, wie wir das machen. Also die Sparsamkeit muss hier groß geschrieben werden. Ja, mal die Holzknappheit ist echt schlimm. Team Docs, herzlich willkommen. Gar nicht gesehen gerade, wir spielen Stranded Alien Dawn und versuchen ein bisschen weiter zu überleben. Ein Spiel, was ein bisschen eben auch an RimWorld erinnert, nur halt nicht ganz so komplex, dafür schöner. Hier wird noch gar nichts gemacht, sehe ich gerade. Was ist hier los? Warum wird hier nicht gearbeitet? Das ist super. Dieses getrocknete, ich mach mal, wisst ihr was? Ich mach mal auf 200. Weil diese getrockneten Dinger halten ewig lange und sind für vegetarische Charaktere auch wichtig. Ich mach mal auf, ich kann ruhig mal auf 200 gehen. So. Denn wir haben. Ja, das ist gut so. Was? Die macht nix. Wieso macht sie nix? So, jetzt will ich mal was gucken. Was, wenn ich die jetzt mal nehme und sage immer, sie soll mal die Popo. Was bedeutet Hall Manure? Was bedeutet das? Die sammelt jetzt die Kacke ein und jetzt? Ah, okay. Jetzt ist sie da eingelagert. Aha. Okay. So, zwei Leute eideln rum. Dann machen wir doch mal Folgendes. Ken und Hugo Eiden. Ken kann mal ein bisschen Steine klopfen oder irgendwas. Oder was macht Ken denn mal?
Hier könnte man ein bisschen was bauen. Alle sind bewaffnet. Das ist schon mal grundsätzlich nicht so schlecht. So, guck mal hier. Wie wäre es denn mal mit einem neuen T-Shirt? Und zwar, wir sind jetzt zu fünft. Wir machen mal, falls noch ein neuer kommt, machen wir mal sechs T-Shirts. Und dann machen wir sechs Summer Pants. Summer Shoes. Hats. Oh, geil, Straw Hat. Nehmen wir auch sechs Strohhüte. So, T-Shirts, Summer Pants, Summer Shoes, Straw Hats. Ich weiß nicht, wird es irgendwann noch hier richtig kalt in der Wüste? Keiner weiß es. Aber das könnte doch Ken zum Beispiel. Genau, der craftet nämlich auch sehr gerne. Der kann jetzt Tailoring machen. Und Hugo, was ist mit dem? Der macht eigentlich, der kann auch ganz gut kochen eigentlich. Ach, Sora macht das. Okay, dann kann Hugo mal was anpflanzen. Und zwar, guck mal, jetzt können wir nämlich endlich vernünftige Räume bauen. Jetzt können wir anfangen. Okay, wo bauen wir? Wo bauen wir unser? Wir könnten das hier so bauen. Zwischen die Felder irgendwie. Room. Stone. Okay, warte, wie funktioniert das? Haben wir noch nie gemacht, ne? Das ist die. Ach so, das ist die. Das größte. Ach was. Aha. Wir können auch einfach sagen, wir bauen einzeln. Das haben wir noch nie gemacht, ne? Wir haben noch nie einzelne Räume gebaut. Wir können sagen, 5 mal 5. Okay, was passiert, wenn ich jetzt daneben noch einen setze? Ach was, das ist ja lustig. Ich könnte einfach 5 Apartments bauen. Aber was ist, wenn ich denn jetzt. Ich mach mal. Pass auf. Wir probieren mal was. Floor. Ah, Stone. Ah, okay. Okay. Ah ne, das ist natürlich blöd. Das machen wir wieder weg. Pass auf. Ah, aber ich komme dem etwas näher. Das machen wir auch mal weg. Cancel Orders. Ich probiere mal was einfach. Pass auf. Housing. Floor. Stone. Wir haben ja sonst nichts. Wir könnten das aus Scrap Metal bauen. Auch nicht so viel. Oh, Soil. Könnte man auch machen, aber es ist halt keine gute Qualität. Ich mache alles aus Stein. Und ich überlege nur, wo ich mich am besten niederlasse, weil hier sind die Dinger zum Scrappen. Ich weiß gar nicht, ob die nochmal wiederkommen, wenn die einmal gescrappt sind. Wo bauen wir am besten unsere Häuser hin? Ich glaube, hier in der Mitte ist es ja gar nicht so schlecht. Hier wäre noch eine Option, das ist aber fast mir zu weit weg. Wobei hier natürlich auch. Wir gehen einfach mal hier hin. Ich will das jetzt erstmal ausprobieren. Jetzt werde ich mich wieder an so einem Großbauprojekt überheben. Ihr werdet sehen. Aber. Also, wir probieren mal. Wir probieren mal was. Na, ist das die gleiche Höhe? Ja. Achso, nein. Ey, Gänse. Copy, so. Ist es an der gleichen Höhe? Warte. Ey. Wie war das noch? Z. Und. So. Okay. Ah, Copy. Ich will mal einen langen Gang machen. Na, 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 na. So. Wow, okay.
So, und jetzt machen wir einfach mal. Kann man direkt schon Rooms aus Stein da dran setzen, oder wie? Mal gucken. Fünf, machen wir mal 5 mal 5. Okay, das hat eine andere Höhe. Ah, das soll dieselbe, alles dieselbe Höhe haben. Das ist zu niedrig. Ich müsste das höher bauen. Okay, das, weil das so abschüssig ist, ist natürlich mega blöd. Ihr seht, er muss eh schon recht hoch bauen. Ein bisschen nervig, ich könnte es dann auch auf die andere Seite setzen. Nee, das gefällt mir so nicht. Bitte canceln Sie das Produkt. Das hier auch, bitte. So. Ey, nein, noch nicht bauen! Ey, ich habe noch nichts. Ja, die fangen schon an zu bauen. Ich habe gesagt, nicht bauen. So, das erstmal weg hier, bitte. So, das geht so noch nicht. Das geht so noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen höher werden. Ich glaube, in allem. Lass mich kurz überlegen, wie ich das am besten mache. Ich könnte auch welche in die Mitte setzen. Ich muss eine schlaue Architektur uns überlegen. Ich glaube, die müssen höher. Seht ihr das? Das ist einfach blöd. Sonst haben wir nicht die gleiche Höhe. Was ist, wenn ich da jetzt mit Roof um die Ecke komme? Boah, wir machen mal. Ach so, das hätte ich von Anfang an so machen müssen. Okay, das machen wir nochmal weg. Das klappt so nicht. Wir machen das nochmal komplett neu. Wir machen mal mit. Wenn wir das mit Roof machen, müsste das eigentlich direkt. Ja. Pass auf, dann gehen wir mal mit dem Roof und dann können wir es ein bisschen höher setzen. Oh Gott, wird das was? Copy. Gucken, ob das klappt. Wieder ein höher. Okay, wieso hat er jetzt keinen Roof? Das ist total dumm. Irgendwie sieht das total bescheuert aus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, und jetzt machen wir noch mal Stone Häuser davor und die werden 5x5. Warum 5x5? Weil ab 5 ist das. Das funktioniert nicht. Okay, das ist jetzt. Ah, nee, okay, weg. Das hat wieder nicht geklappt. Oh, das ist nicht so einfach. Ich habe noch nie mit Stein gebaut. Das merkt man gerade auch ein bisschen. Weg, cancel. Alter Schwede, das ist ja voll kompliziert. Einfach alles wegmachen, bitte. Was? Cancel. Cancel. So, ich. Ja, okay, jetzt geht's. Jetzt müssen wir den nochmal den Room machen. Und dann müssen wir gucken, dass er die gleiche Höhe hat. Aber woher weiß ich, dass er die gleiche Höhe hat? Woher weiß ich das? Ich weiß noch nicht, wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Da unten? Dieser Strich vielleicht? So? Fünf auf fünf. Können Sie mich sehen? Oh ja, so ist besser. Ah ja, so klappt's. Okay. Und dann davon einfach nur. Mal gucken. Sehr gut. Fünf.
Und bam. Ah ja, okay, das klappt doch. Hahaha, das klappt. So. Dann hier wieder. Wahrscheinlich, guck mal, jetzt müssen wir einen nach oben wieder. Genau. Wahrscheinlich muss ich. Ist das nicht die günstigste, also nicht die cleverste Art und Weise? Was ist das? Nee, das. Oh, warte, hier überlappt es. Ach, warum? Okay, das Ding ist Quatsch. Ach, Mist, das ist Quatsch. Oh, das ist ja. Wieso geht das überhaupt? Wieso kann der hier überhaupt über. Ah, oh, meine Güte! Wieso kann der über. Ach, das ist doch Quatsch. Guckt euch das mal an. Jetzt ist der in dem Blueprint. Da habe ich den einen zu weit nach vorne geschoben. Ich weiß nicht, was das für die Dachkonstruktion jetzt bedeutet, ehrlich gesagt. Hoffentlich funktioniert das trotzdem. Boah, man erkennt halt nicht so gut, ne? Das könnte noch nerven, tatsächlich. Wir werden sehen. Okay, nächste. Housing. Wir brauchen ja erstmal 5. Das passt. 5 mal 5. Und die Tür. Oh Gott, ich hoffe, das passt. Und eins noch. Fünf mal fünf und eine Tür. So. Jetzt haben wir 5 Räume. Ah ne, guck mal hier, genau das passt natürlich noch nicht. Da müssen wir jetzt nochmal eine. Ist da ein Dach drüber? Ich weiß es nicht. Müssen wir noch ein Dach. Oh Mann. Da ist gar kein Dach mehr drauf. Ist da ein Dach drauf? Doch, da ist doch ein Dach drauf. Da machen wir nur eine Wall. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß es nicht. Nur mal eine Wall aus Stein. So, und dann eine Tür hier rein. Okay, ich hoffe, das. Ich weiß nicht mal, wie viel. Ich hab nicht mal Ahnung, wie viel wir jetzt schon ausgegeben haben an Materialien. Keine Ahnung. So. Tür aus Metal Bars. Scrap Metal Tür. Ah ne, da können wir auch eine Holztür machen. So ein bisschen Holz haben wir ja. Ach, hier ist überhaupt gar keine Wall oder was? Egal, dann machen wir erstmal. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Die sollen erstmal machen. Wir werden in der Zwischenzeit noch ein bisschen hier ist so, gibt es hier so, guck mal hier. Das können wir nochmal abbauen. Was ist das? Stone hier, die können wir alle. Alle können gemint werden. So. Wir schauen mal, ob das klappt. Beziehungsweise ich werde das eigentlich speichern einmal ab. Save Game. Nicht, dass wir am Ende feststellen, wir scheitern. Weil es irgendwie nicht klappt. Das ist irgendwie strange. Also Dach ist, aber die Wände sind nicht. Wird schon irgendwann passen. Das dauert natürlich jetzt ewig. Da haben die erstmal jetzt ein paar Tage mit zu tun. Wie ihr seht, guck mal hier. Das ist ein richtiges Großbauprojekt. Das dauert ewig. Aber gut, da sind jetzt, dann wären jetzt 5 Räume. Platz noch, wenn noch Nachzügler kommen. Hier könnte man noch mehr dann anbauen. Von der Seite ja theoretisch auch. Oh, Risk of Meltdown, Ken. Was ist los? Ja, erstmal sollen sie alle schlafen. Ich finde, man könnte das Spiel noch schneller stellen. Tatsächlich. Was haben wir hier? Juice Leaf. Gibt es eigentlich irgendwas, was wir hier noch anbauen wollten? Ich glaube, wir haben eigentlich alles, was wir wollten.
Soweit. Das bringt mir gar nichts. Tall Cactus. Der ist neu. Oder haben wir schon irgendwo ein Tall Cactus Field? Nein. Das ist Barrel Cactus. Ja, haben wir noch gar nicht. Das können wir auch noch mal machen. Tall Cactus. Ja. Wir wachsen hier ganz, ganz gut. So, erstmal wird weitergebaut, alles klar. Wir wollen hier keine Meltdowns haben. Wow, das wird einfach so ewig dauern. Aber wenn Sie dann Ihr eigenes Zimmer haben, dann sind Sie auch wesentlich glücklicher. Also es lohnt sich auf lange Sicht auf jeden Fall. Gleich ist das erste Zimmer schon fertig. Hier, guck mal. Oh, Ken ist gleich richtig hinüber. Ken muss mal irgendwie sich ein bisschen relaxen. Der soll mal ein bisschen ja Dartscheibe spielen oder irgendwas. Sonst dreht mir der gleich durch. Boah, wir brauchen 2823 Steine noch. Alter Schwede, ey. Ja, gut. Da waren wir halt ein Steinhaus danach, ne? Noch nie ein Steinhaus gehabt. Wir haben ja auch richtig viele Materialien noch. Ja, guck mal. Hier. Hier sind, glaube ich, auch noch welche. Was? Das müsste eigentlich grundsätzlich mal reichen. Jetzt können wir gerade nicht viel machen, außer dass wir. Ach, guck mal, das Kaktusfeld ist schon angelegt hier, das ist doch gut. Wir können jetzt nicht so viel machen, außer zu warten, bis das Großbauprojekt fertig ist. Und eben darauf achten, dass hier irgendwie keine Angriffe kommen. Aber da sind wir ganz gut aufgestellt. Hier sind unsere Fallen. Alle sind bewaffnet. Da mache ich mir jetzt gar nicht so viel Sorgen. Haben wir Animal Fats? In Stock Zero. Not enough resources. Okay. So, gute Nacht. Aber die schlafen nämlich alle noch hier so nebeneinander aufgereiht hier in so diesem Unterstand hier. Alles super provisorisch. Das ist natürlich nix. Neben den Kamelen, die natürlich die ganze Nacht über rumröhren, so sind halt Kamele drauf einfach, ne? Palm Trees habe ich, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Oh, hier, was? Hier wird gekämpft. Oh, was ist los? Oh, die haben einfach so einen Blubber. Guck mal, die haben einfach so einen Blubber gejagt, die beiden. Ja, tschüss. Nicht mal aufgegessen, ne? Bloated Insect. So, observen, ne? So, nächster Tag. Erstmal alle ein bisschen was essen hier. Ist gut. Esst mal was. Baut mal was. Kann eigentlich schon gleich einer hier einziehen. Wer ist der Wichtigste? Wer verdient als erstes ein Bett? Ich glaube, Ken. Erstmal fertig bauen. 290, also das meiste Holz haben wir schon verbraucht. Wie sieht's hier aus? Sora. Achso, die muss jetzt hier, aber die ist eigentlich fürs Minen zuständig. Wir können das hier einstellen bei Activities. Mining haben wir nur Sora. Aber da müssen gleich noch mehr Leute ran. Eigentlich alle. Bis auf Hugo, glaube ich. Müssen gleich alle mal ran. Es sei denn, irgendwer mag das gar nicht. Da sollte ich mal kurz drauf achten. Es könnte sein. Gibt es da jemanden, der. Ne, alle können theoretisch mit anfassen. Selbst Hugo könnte eigentlich mit anfassen. Aber irgendwer muss ja auch kochen und so. So, hier ist ein Raum schon fertig.
Den könnten wir jetzt theoretisch auch schon mal mit Furniture ausstatten. Alter, die haben so wenig Holz. Scrap Metal könnten wir machen. Aber das ist Metal und nicht Scrap Metal. Oh, was haben wir denn am ehesten? Wovon haben wir denn am meisten? Cloth. So, genau, okay, da können wir hier schon mal so ein Bett ranstellen. Da müssen wir eigentlich auch noch ein Fenster machen. Window. Wir haben wohl kein Metall, ne? Was können wir noch bauen? Ein Armchair aus Cloth. Haben die es schön gemütlich? Und ein Tisch. Völlig überdimensioniert eigentlich, ne? Was mögen die denn noch drin haben hier? Lampen brauchen wir noch nicht, das bringt noch nichts, haben wir nicht. Aber wir müssen natürlich auch ein Fenster muss, da muss ein Fenster muss hin. Und da machen wir mal. Ach, warte mal, Scrap Metal können wir doch machen. Ach du Scheiße, das ist ja ultra hässlich. Da fühlt sich doch kein Mensch wohl. Naja, muss halt sein. Können wir später, glaube ich, noch ändern. So, da könnte schon jemand wohnen, der würde sich natürlich wohler fühlen. Das gleiche können wir hier nochmal machen. Wenn er da alleine schlafen darf schon. So, zack. Die Treppe schon fertig? Doch. So, alle müssen jetzt mit anfassen. Das dauert noch, bis das fertig ist, ey. Guck mal, der Sessel ist das erste. So, Fenster sind überbewertet. Brauchst du eigentlich nicht. Wärme, Licht, Sessel, Bett. Ja, solange ich noch keine Elektrizität habe, kommt da ja auch ein bisschen Licht rein, ne? Haha, Bett ist fertig. Zweites Bett ist fertig. So, irgendwer kann da pennen und hat eine gute Nacht auf jeden Fall. So, weiterbauen. Das verlangt der ganzen Siedlung eine Menge ab. Aber wenn das einmal fertig ist, geht's allen besser. Oh, ich wünschte, ich könnte irgendwie ein bisschen überspringen. Geht aber nicht. So, die zweite ist auch schon fast fertig, der zweite Raum. Das können wir eigentlich mal auch kopieren. Da nochmal eins hinsetzen. So. Das machen wir gleich nochmal, genau das gleiche. Mir ist es wichtig, dass es fair zugeht. Dass niemand das Gefühl hat, jemand anderes hat irgendwie einen besseren Raum abbekommen. Das ist mir schon wichtig. So, und jetzt gehen gleich wieder alle ins Bett. Die sind gefüttert, das ist gut. Genau, Palm Trees. Ja, müsste ich nicht irgendwo wahrscheinlich erstmal Palm Trees finden, ne? Bevor ich die pflanzen kann. Und die Frage ist, ob diese Palm Trees, guck mal, da ist zum Beispiel eine Oase. Sind das Palm Trees? Nö, das sind Juicy Leaves. Das ist gar keine Oase. Sah aus wie eine Oase, war es aber nicht. Okay, hier ist nichts. Ich kann aber auf die Suche gehen, während die schlafen. Ob ich Palm Trees finde.
schwer zu decken, ne? Ich habe noch keine gesehen. Was, das sind diese großen Kakteen. Oh, okay, ja, Explore können wir auch machen. Dafür brauche ich aber einen Heißluftballon. Ja, keine Ahnung, ich habe noch keine von diesen Palm Trees entdeckt. Silizium brauche ich auch. Hier, guck mal, hier ist eine Oase. Also wenn nicht hier, wo denn dann? Oh, aggressive animals. Okay, da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, dass wenn die angreifen, dass wir hier bei uns im Kabuff sind. Sonst haben wir ein Problem. Eigentlich ist es fast besser, wenn ich die jetzt alle nach Hause schicke. Weil wenn die jetzt gleich angreifen, ich schicke mal alle nach Hause. Ding ist, man weiß nicht, wann die angreifen, und wenn die draußen unterwegs sind, dann gehen die auf meine Leute und dann ist es blöd. Also wir machen mal Folgendes. Solange die alle hier sind, dem geht es dann mal nicht so gut. Hier, die kann mal... Nee. Undraft, und dann machst du mal ganz schnell Play Darts. Greifen die ja endlich an. Das ist voll die verschwendete Lebenszeit. So, wie sieht das hier mit Essen aus? Kann irgendwer was essen oder so? Oh, der ist. Oh, Jack ist auch richtig unglücklich. Jack, was machst du denn mal? Jack spielt auch Darts. Kann man sich abwechseln oder? Ist schon used jetzt aber. Bei Darts. So. Sora wird gedraftet. Oh, wann kommen die Typen? Jetzt, endlich. Okay. So, Jack. So, jetzt muss ich die quasi, wenn ich sie drafte, machen sie nichts anderes, außer das, was ich ihnen sage. Und jetzt greifen nämlich diese Viecher an. Und wenn die jetzt hier in der Baustelle gewesen wären, dann wären diese Viecher direkt zur Baustelle gelaufen und hätten meine Leute angegriffen. Und jetzt müsste es hoffentlich eigentlich so sein, dass sie hier durch diesen offenen Korridor laufen und meine Verteidigungsanlagen sie aufhalten. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Und jetzt sollten die sich auch mal wehren. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Sie wehren sich. Sehr gut. Möglicherweise kommen tatsächlich noch welche durch. Das würde ich gar nicht ausschließen. Und so ist es auch. Wow, die sind aber alle... Sehr schön, fast alle haben es unverletzt überstanden, deswegen machen wir jetzt mal Undraft. Sehr schön, der Angriff ist abgewehrt. So, jetzt wollen alle schlafen und was essen. Alpaka-Taste, herzlichen Dank. Was? Healing herself? Hat's geklappt? Ja. Oder? Healing Ken, okay. Sie ist auf jeden Fall meine Ärztin hier. Healing 4. So, wieder an die Arbeit. Genug geschlafen. Aber das ist kein gutes Zeichen, dass sie alle diese Notrationen essen. Ich weiß nicht, haben wir nicht genug zum Kochen hier oder was? Macht er Sitting? Wieso Sitting? Achso, der setzt sich da hin. Ach was. Guck. Der könnte irgendwas Cooles machen, aber nö, er will sich erstmal hinsetzen. Ist auch mega. Die haben irgendwie gerade gepennt, obwohl das jetzt erst 21 Uhr abends ist. Gut, er ist jedenfalls relaxed.
könnte auch ehrlich gesagt, hier ist ja noch Platz. Wenn denen das so viel Spaß macht. Was fehlt mir da? Warte mal, irgendwas fehlt mir da. Metal Alloys. Okay, vergesst es. Dann bauen wir hier nochmal stattdessen ein. Wo bist du? Kann ich noch gar nicht bauen. Eine Schmelze wollte ich bauen, kann ich noch gar nicht. Keiner von denen schläft hier. Obwohl das Ding schon fertig ist. Das ist ja strange. Okay. Weird. Guck mal, alle haben schlecht geschlafen. Das ändert sich gleich, wenn wir unsere neue Behausung haben. Ich verstehe nicht, warum keiner kocht. Habe ich nicht genug Materialien oder was? Warum machen die alle nichts? Was ist denn los? So, Hugo kocht. Ken schlachtet ab. Sora geht in die Mine. Hier. Der hier. Das kann der. Construction 1. Du gehst auch in die Mine. Wir brauchen nämlich mehr Steine. So. So sieht das nämlich aus. Hat jeder was zu tun? Ist gut. Wir brauchen richtig viel Steine noch. Guten Appetit. Guten Appetit. Wer ist mein Koch? Er war mein Koch, oder? Sie. Nee, doch, er war der Koch. Hugo war der Koch. So, Hugo, mach mal Essen jetzt. Du bringst alles den Kamelen, ne? Die Kamele haben jetzt. Ach du Scheiße. Haben mehr zu essen als wir. Oh, neues, das ist sehr gut. Das können wir scavengen. Oh, die Kacke ist verrottet. Sora at risk of meltdown. Warum? Was ist los? Okay, er hat ein bisschen Schmerzen. Ich kann ja mal was essen gehen. Die geht mal was essen oder irgendwas. Haben wir irgendwas zu essen? Da. Also Veggie Soup essen. Ey! So. Wer noch Risk of Meltdown? Achso, der hat auch Risk of Meltdown. Ja, ach. Da muss er jetzt auch mal mit umgehen können. Wer baut, braucht Nerven. Wir brauchen einfach noch richtig, richtig viel von den Steinen. Also er gibt was zu essen, das ist gut. Wie sieht es mit dem Dach aus? Oh ja, geht doch. Sieht auch irgendwie ganz schick aus. Natürlich kommt dann hier in den anderen Bereich kommen die ganzen anderen Sachen, also Küche und Crafting-Räume, Lagerräume und so weiter. Das kommt natürlich dann alles hier noch mit rein. Ich verstehe nicht, warum hier keiner freiwillig pennt. Ich müsste das Bett zuordnen. Könnte zum Beispiel sagen, das gehört jetzt Ken. Wer ist denn am gestresstesten? Mal gucken. Wow. Ja, Ken ist ultra gestresst. Okay, das ist jetzt Kens Bett. Bam. Das gehört jetzt Ken. Und das hier gehört. Wer ist noch mega gestresst? Ja. Ach komm, Jack. Das ist jetzt Jacks Bett. Jack. Okay.
Ja, Cave Dweller, ach so, weil der Boden ist natürlich noch nicht gut. Wir haben 129 Cloth. Ich könnte hier einen Teppich legen. Sonst sind die beleidigt. Stone könnte ich machen. Soft Carpet. Kostet mich 100. Boah. Was? Wer ist hier am Rumgrölen? Okay. Haben die denn jetzt hier? Seid ihr wahnsinnig? Was wollt ihr denn? Was ist denn mit den beiden hier los? Die könnte ich tamen tatsächlich, aber. Die jagt jetzt aber nicht irgendwie mein Kameloni oder sowas. Nee, okay. Okay, der frisst jetzt, obwohl ich ihm hier was reinlege, frisst er meinen Shit. Das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach ultra frech. Ultra frech. Den können wir jagen, glaube ich. Der gibt ein bisschen Fleisch. Aber der ist gleich von alleine tot. Oh no, oh no, oh no. Oh. Die wollen sich über meine Felder hermachen gleich. Das ist sehr unangenehm. So, hier wird der Teppich errichtet. Sobald der Teppich liegt, sind die nicht mehr so Cave-Dweller-mäßig. Fühlen die sich nicht mehr so irgendwie wie in der Höhle. Das ist ganz gut. So. Wow. Okay. Also das ist hier doch schon einfach wunderbar. So, ich glaube, ich muss die hier mal einsperren. Die machen Sachen, die sie nicht machen sollen sonst. Mir fehlt es an Steinen. Das ist auch blöd. Was haben wir denn hier noch an Rot? Guck mal, das können wir doch noch meinen. Das sind 40 Steine. Ist hier nicht noch mehr? Guck mal. Da. Das kann man alles wunderbar gebrauchen. Hier auch. Mein Rock Chunk, mein. Hier auch, oder? Jupp. So, das kann alles mal geerntet werden. Oh no, oh no, 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 no. Sorry, Ken. Oh no, nicht, doch nicht Ken, der hat den weitesten Weg. Oh, das ist mega dumm. Da, mega dumm. Du machst das. Jetzt habe ich ihn aufgeweckt und jetzt will er wieder was. Ach Gott, das ist dumm. So. Jetzt sind die hier in Sicherheit und die essen auch. Jetzt geht er wieder essen. Er hat sich einen Schlaf, also einen Midnight Snack geholt. Dann geht er wieder schlafen. So, die sterben langsam an meinen Fallen. Es gibt einen Unterschied zwischen Aggressive Animals und Hungry Pests. Also diese Hungry Pests kann auch die gleiche Art Tier sein, aber die stromern hier durch die Gegend und haben Hunger und fressen meine Felder leer. Und die anderen sind wirklich aggressiv und gehen dann auf mich rauf. So, wir brauchen natürlich viel mehr Steine jetzt. Aber sind drei Leute, die hier Steine holen. Ein bisschen leiser, ne? Oh geil, Physical 7, wow. Die wird richtig stark vom Steinehacken. Wir brauchen einfach noch viel mehr Steine. 1579. Da kann natürlich noch keiner wirklich gut pennen. So,
Sonst geht's allen gut. Keiner ist kurz vorm Meltdown. Die beiden sind eigentlich, glaube ich, hoffentlich auch recht happy. Die haben eigentlich ein schönes Gehege. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ich weiß gar nicht mehr. Barrel Cactus Field. Was habe ich denn hier? Achso, da wollte ich was anpflanzen. Haben die aber nicht gemacht. Beziehungsweise wurde direkt weggefressen, weiß ich gar nicht. Okay, der lagert die Kamelkacke ein. Ich muss dringend mehr gekocht werden. Ich glaube, ich muss mal Hugo sagen, er muss ein bisschen seine Prioritäten anpassen hier bezüglich des Kochens. Warte mal, so ein Cook. Wann das noch? Konnte doch die Priorität noch irgendwo einstellen. Wie war das denn nochmal? Hier. Guck. Eins, wichtigste. Plant 2. So, Mining macht mal. Sora ist ultra stark. Für die ist Mining das Wichtigste. Und was kann die noch? Die kann auch ein bisschen was kochen, meinetwegen, mir egal. Und dann machen wir für Ken ist Scavenging recht wichtig. Scavenge, das macht der Kevin. Der Ken meine ich, nicht der Kevin. Research haben wir auf jeden Fall den Typ. Jack kann das auch einigermaßen. Okay, mal kurz ein bisschen die Prioritäten geordnet. Aber sobald das hier fertig ist, ist sowieso ändert sich eh nochmal alles. Und ich befürchte, wir brauchen auch ein bisschen mehr Baumwolle, obwohl das ist bald fertig, ne? Ach was? Ja, das ist 70%. So. Die Damen, die Herren, bitte schlafen Sie schnell. Wir haben viel zu tun. Unser neues Haus muss fertig werden. Können wir direkt nochmal hier neu einrichten. Bam und Bam. Obwohl, da fehlt mir. Das geht nicht. Copy. Bam. Ich brauche Baumwolle. Und achso, das kann ich einstellen, dass das nicht mehr aufploppt. Ich brauche eigentlich, ich brauche so viele Sachen. Es geht zumindest langsam voran. Construction, wie weit ist das? Oh, guck mal, die Dächer sind auch okay, also zumindest von den Häusern. Den Schlafhäusern sind es okay weit. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Wenn das nicht komplett geschlossen ist, dann akzeptieren die das auch nicht als vollwertigen Raum. Dann ist es für die so ein bisschen so, selbst wenn ihr, ich glaube, selbst wenn hier einfach nur ein Stück Dach fehlt, ist es für die wie draußen schlafen. Da sind die ein bisschen etepetete. Tatsächlich. Alles, was lila ist, da ist das Material schon angeliefert. Also kriegt man einen ganz guten Eindruck, was noch fehlt. Spaceship, sehr gut. Spaceship Deconstruction ist erforscht. Das heißt, wir können auch jetzt diese älteren, bereits gescavengten Wrackteile ausschlachten. Das ist hervorragend. Das macht alles Ken. Jack reached Construction 5. Das ist auch sehr gut.
Wir nähern uns der Fertigstellung. So, wir brauchen Cloth auf jeden Fall. Cloth, Synthetic Textiles haben wir auch noch ein paar. Aber hier wächst halt einfach nichts, ne? Das ist auch bis, das dauert hier einfach ewig, bis die fertig sind hier, die Dinger. Weil ich immer dachte, dass Baumwolle eigentlich auch in heißen Gebieten gut wächst. Was machst du jetzt noch? Ach so, der geht da schlafen. Und Ken geht hier schlafen, okay. Ja, und ihr seht schon, hier ist Spacious Bedroom plus 18. Also das ist natürlich für die Laune total wichtig, dass er, wenn die jeden Morgen einfach quasi mit diesem Bonus von plus 18 wach werden, das ist natürlich schon deutlich besser. Plus, sie haben den Malus nicht, dass sie Disturbed Sleep hatten. Weil wenn die da alle zusammen in einem Haufen gepfercht pennen, dann haben die immer Disturbed Sleep und das ist nicht gut. So, es macht sich schon bezahlt, auf jeden Fall. Früher oder später braucht man das, dass die alle ihren eigenen Raum haben, damit die dann auch glücklich genug sind, um ja einfach zu arbeiten. Wie sich das hier gehört in einer Kolonie, da kann man nicht einfach unglücklich sein die ganze Zeit. So, wie sieht das hier aus mit Science? Ah ja, als nächstes kommt das Metal Refinement. Genau das habe ich haben wollen. Und dann können wir danach auch den Heißluftballon erforschen. Und dann können wir Expeditionen starten. So, wer arbeitet jetzt hier eigentlich noch? Jack arbeitet noch ein bisschen. Ansonsten, der kocht, was macht die? Ach so, die sammelt, das ist wichtig, okay. Es regnet. Oh, das ist ja, es regnet in der Wüste, ist das eigentlich was Gutes? Wenn das in der Wüste regnet, muss eigentlich was Gutes sein, oder? Blüht das hier irgendwo dann für kurze Zeit? Wird der Boden fruchtbarer, irgendwas in der Richtung? Kann den Dung auf jeden Fall verarbeiten. Ich weiß gar nicht genau, wo man das macht oder ob ich das erst erforschen muss. Ich hätte eher gedacht, ich dachte eher in so einem Fass vielleicht, aber das ist, kann man das nicht einstellen. Ich weiß nicht genau, wo das geht. Oh, Sorat, Risk of Meltdown. Warum? Was ist los? Burnout, Hungry. Oh, no cute research. Das, brauchen wir natürlich ändern. Research. Als nächstes bauen wir mal Fuel Mixing. Ach so, das kann man, die kann man dann auch craften dann oder was? Okay. Das ist auch nicht schlecht. Ach, wir brauchen sowieso alles. Und dann müssen wir uns irgendwann um den Stromkreislauf kümmern. Das machen wir aber auch. Vielleicht fangen wir direkt hier mit an. Es dauert zwar ewig, aber wenn man das als erstes macht, das lohnt sich schon auf lange Sicht, weil dann die Anzahl an Benzin, die man verbraucht für eine Expedition, ist halbiert. Und dann macht es schon Sinn, das direkt zu Beginn zu machen. Dann spart man quasi bei jeder Expedition die Hälfte Benzin und das kann echt nervig werden, weil man das immer craften muss, das Benzin. Guck mal hier, das sieht eigentlich schon okay aus. Architektonisch sehr fragwürdig tatsächlich. Aber man kann hier alles haben. Sieht ein bisschen aus wie so eine Reihenhaussiedlung aus den 80ern. Aber die beiden hier, ne? Obwohl, nee, die sind ja gar nicht die Bewohner. Der ist der Bewohner, genau. Sobald das Haus fertig ist, das ist dann schon so ein Game Changer. Da muss dann alles, was hier reingepackt wird an Arbeit, das ist dann, fällt dann weg und dann kann man sich wirklich nur noch darum kümmern, dass die Kolonie
immer weiter gedeiht. Das hält natürlich alles auf hier, so ein Riesenprojekt. Aber ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss dann natürlich hier noch die Küche irgendwie und alles entwerfen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das genau mache. Ich müsste eigentlich denn hier einen langen Flur machen. Oh, a falling rescue pod. Oh. Oh, es könnte sein, dass da Überlebende sind. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal einen Hot Air Balloon bauen. Und den Hot Air Balloon packen wir mal. Den können wir immer noch umziehen lassen, glaube ich. Packen wir es erstmal dahin. Es wäre natürlich schön, wenn da noch ein weiterer Bewohner oder eine Bewohnerin gefunden werden würde, aber das ist gar nicht immer der Fall, leider. Man denkt immer, okay, Rescue Pod. Aber oftmals ist da eine Leiche drin oder gar nichts. So, was brauchen wir dafür? Oh Gott. Ja, da brauchen wir jetzt ziemlich viel Krams für Metal Alloys, haben wir gar nicht. Okay, jetzt müssen wir mal erstmal hier die Furnace bauen. Furnace halber. Lass ich mal überlegen. Von der Seite. Hier können wir das bauen, oder? Boah. Brauchen wir auch richtig viele Steine für. Zwei Research-Bänke. Stimmt. So, Steine, Steine, Steine. Es müssen mehr Leute müssen hier in die Minen rein. Tatsächlich, so wird das nichts. Sie macht das hier immer, aber die anderen, das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich muss das ein bisschen hier minen. Ja, ja, komm mal. Ken macht das nicht, aber... Jack. Und ja, Jack macht das mal. Mit in die Minen rein. Ah, okay, wir zwei haben wir fertig, das ist gut. Smelt, Scrap Metal machen wir mal. Ja, wir wollen jetzt auch nicht alles einschmelzen, aber wir machen mal, bis wir 50 haben. Ja. So. Was ist mit der Baumwolle? Okay, die ist gleich fertig, 96%. Sehr schön. Ist die schon... Passiert hier schon was? Ah ja, hier passiert schon was. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben gleich Metal Alloys. Das brauchen wir für den Hot Air Balloon. Und dann wollen wir den Rescue Pod mal ansteuern und gucken, ob wir da vielleicht... Überlebende finden, das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Sind wir noch mit den Yogas verabredet? Fuck Mighty Mary. Nee, weißt du was? Das ist mir, glaube ich, zu spät, weil ich ziemlich durch. Also das ist jetzt über 8 Stunden Stream. Ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen würden zu zocken. Ich habe natürlich Bock, aber ich glaube, ich brauche mal auch eine kurze Pause. Ich glaube, das wird mir zu spät noch zu kicken. Ich habe natürlich immer Bock, ihr wisst das. Ich lasse mich da immer von gefangen nehmen. Aber ich glaube, für heute würde ich da mal Pause machen. So, ich würde aber gerne eigentlich das Haus noch fertig kriegen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir können natürlich jetzt auch knallhart noch... Obwohl, ja, 62 Steine haben wir. Wie viel brauchen wir noch? 489, das geht. Wir kommen der Sache näher. Mal hier, da sind auch. Ah, die sind so schön dicht dran. Die können wir als nächstes mal machen. Können wir das Haus machen, wir auf jeden Fall noch fertig, oder?
aufstehen. Oh! Was ist passiert? Wir haben original ein Baby bekommen. Och, das ist ihr Herz allerliebst. Guck, wir haben ein Baby bekommen. Wow. Das erste in Gefangenschaft geborene Baby in der Planetengeschichte. Oh, wow. Slaughter. Wow. Das heißt natürlich, wie nennen wir es? Littlefoot. Nee, das heißt nicht Littlefoot, es heißt Littlefoot. Weil ich sie ja vielleicht mal irgendwann esse. Littlefoot. So, endlich ist hier die Baumwolle fertig. Das sind gute Nachrichten, das hat eigentlich schon viel zu lange gedauert. Hier, Hugo. Kannst du mal hier ein bisschen, bitte... Ah, der Ballon ist fertig, super. Hol doch erstmal... Ah, das macht sie schon. Okay. Sie ist fleißig und stark. Was macht Hugo? Ey Hugo, du sollst hier mal... So, okay, finde ich gut. Ja, das sollst du machen, genau. Das ist nämlich wichtig, dass wir mal ein bisschen was von dem Tuch bekommen. Das brauchen wir für alles, das brauchen wir für die Klamotten. Das brauchen wir für die Teppiche, für die Sessel, eigentlich für alles. Ist ja vielleicht ein bisschen klein. Irgendwie. Aber die haben auch erst so geschnackselt, glaube ich, als ich die hier eingesperrt hatte, oder? Kann das sein, dass die vorher gar keinen Bock drauf hatten? Ah, das ist gut. Das ist hier bald fertig. So, bitte bauen Sie das hier. Bitte bauen Sie den Ballon. Can salvaged weiter. Pickled Vegetables haben wir richtig viel, das ist eigentlich ganz gut. Das ganze Gemüse wird wahrscheinlich irgendwie verfaulen. Ne? Machen wir einfach 300. Ich glaube, die werden auch nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Also, dass sie nicht schlecht werden. Ist gut. Okay, heute wird es nichts mehr. Alle gehen schlafen. Wenn wir morgen als erstes den Ballon fertigstellen, dann können wir danach mal die Expedition noch starten. Vielleicht finden wir noch jemanden. Dann müssen wir direkt noch ein Haus anbauen. Das ist schon echt eine Zweiklassengesellschaft, ne? Die beiden hier einfach komfortabelst mit Teppich und alles überdacht und die pennen ja in diesem Kabuff auf einer Strohmatratze. Das ist schon nicht fair. Aber es ist schon fair im Leben, ne? So, warte. Nee. Du machst mal Folgendes. Du baust mal diesen Air-Balloon fertig. Und dann gehst du mal auf Expedition, mein Freund. Und dann gucken wir mal, ob wir jemanden finden. Das dauert ja ewig. Die sind halt alle noch nicht so gut, ne? Die leveln ja alle noch auf. Ja, und so rottet hier Gemüse weg. Das ist natürlich nicht gut. So. Ja, jetzt darfst du was essen und dann machst du hier Expedition.
Gut, dann gehen wir jetzt mal auf den Ballon. Gehen auf Expeditions. Crashed Rescue. Ach, okay, wir brauchen erstmal. Ah, das ist natürlich. Wir müssen Benzin haben. Wir haben 30 Benzin. Ja, dann. Refuel. So, und dann geht das. So, Expeditions. Bam. Can. Und los geht's. Okay. So, der geht jetzt los. On an Expedition. Holt er sich noch was zu essen oder was? Irgendwas hat er sich noch geholt. Und jetzt fliegt er los. Tschüss! Und wir sind sehr gespannt, was er findet. Der macht Research. Wer baut hier eigentlich? Keiner mehr zum Bauen da. Jack müsste mal ein bisschen bauen jetzt. Hier müssen wir die Prioritäten von Jack ein bisschen ändern. Wo ist Jack? Jack Construction. Das macht jetzt mal Jack. So, das hat Priorität, Construction. Wir haben genug Steine auch, also das wird in Kürze fest. Oh, okay. Oh, nice. I'm too late. A mangled body lies twisted on the ground not far from a crash site. It looks like they got attacked by something. Das ist natürlich total ärgerlich. Ah, schade. Das hat jetzt nichts mit der Dauer zu tun, glaube ich, zwischen Meldung, dass ein Pott ist, und Starten der Expedition. Ich glaube, das ist völlig egal. Selbst wenn wir schneller gewesen wären, hätten wir, glaube ich, nichts mehr machen können. Research. Ja, das Fuel Mixing ist eigentlich schon fertig. Balloon Optimization ist auch gleich fertig, das ist gut. Oh, Sora ist schon Physical 8, 10 ist das höchste. Und haben wir so einen Shop-Block? Nee, ne? Wir müssen noch einen. So einen Shopping-Block müssen wir nochmal bauen. So. Da können wir Holz zu Sticks verarbeiten. Beziehungsweise man kann Sticks wahrscheinlich auch irgendwie so finden. Hier, Cut. Ja. Cut. Cut. So, weiter geht's. Wir wollen unser Haus noch fertig kriegen. Kommt, Freunde, wir müssen mal ein bisschen mit anfassen. 443 Cloth, das ist natürlich fantastisch, klingt erstmal viel. Skills are improving, sehr gut, er kocht. Das gefällt mir sehr gut. Oh, Appetite, ja. Das ist zu heiß, oder? Was kriegt der jetzt hier alles? Oh, Microchips, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, let's go! Construction! Ken kann mal helfen hier. Wir wollen mal fertig werden. So, was ist mit Jack? Achso, der will was essen. Sora meint immer noch, aber die kann jetzt auch mal, nachdem sie die letzten Steine geholt hat, mehr brauchen wir jetzt nicht, kannst du auch mal mithelfen zu bauen. So, jetzt bauen hier drei. Oh! Was? Warte mal, hat der fünf? Niemand hat fünf Medizin, oder? Requires five medicines? Hat doch keiner, hat er doch nicht. Oh Gott, okay. Also der hat einen Parasiten. Oh Gott, das ist gefährlich.
Do it? Okay, komm. Oh Gott, der soll aber nicht verletzt werden. Okay, jeder kriegt permanent Brain Damage. Also Maru meint, dass die Chance doch höher ist, wenn man schneller losfliegt. Okay. Aber es ist trotzdem nicht garantiert. Also ich bin da teilweise schon sofort losgeflogen, nachdem so eine Nachricht kam und es hat trotzdem kein Überleben gegeben. So, was ist mit Ken los? Ken ist schon wieder irgendwie beleidigt. Burnout, ja, dann gehst du mal hier ein bisschen Dart spielen. Play Darts. Oh, wer hat noch einen Meltdown? Sarah hat einen Meltdown. Oh, die Arme. Die kann mal einen Tee trinken. Drink Tea. Und wer noch? Nur die beiden. So. Guck mal hier. Zack. Krise abgewendet. Muss dringend hier nochmal irgendwie. Obwohl doch, jetzt können sie die Treppe gehen. Guck, fast fertig. Hahaha. Fast fertig. Jetzt können wir auch die Betten hier verteilen. Assign Owner. Wen haben wir denn noch? Hügel. Nee, 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 nee. Assign Owner. Sora und Taylors haben wir noch, ne? Assign Owner. Bam. Okay. So, ab nächster Nacht. Ah, ne. Warte. Ah, er schläft jetzt da schon, siehst du? Ist das Dach fertig? Ne, nicht ganz. Er ist trotzdem besser als da unten. Kann mir keiner erzählen. Oh no. Aggressive Animals. Das ist total blöd. Bald ist das Haus fertig. Zumindest der erste Part. Das wird natürlich noch immens erweitert werden. Aber ein erster Schritt ist getan. So, jetzt muss ich auch noch auf diese Animals hier aufpassen. Das sind aber nicht so viele, nur 21. Das geht noch. Was? Ken ist Idling? So wahnsinnig. Ja, dann brauchst du hier halt mal. Der macht einfach nichts. Salvaging. Ah, ja, okay. Salvaging ist ein bisschen schwierig. Weil, Stefan, herzlichen Dank. Okay, Animal Attack. Jetzt ist er nämlich genau da, wo er nicht sein soll, ehrlich gesagt. Draft. So. Aber ich hoffe, er schafft es noch rechtzeitig. Aber es könnte sein, dass die dann hier die Tür attackieren und das wäre mega blöd. Ich hätte ihn mal direkt zurückgemalt. Seht ihr, jetzt laufen die nämlich ihm hinterher. Und das könnte dazu führen, dass sie hier die Tür angreifen. Wenn ich Pech habe. Aber ich glaube, sie switchen nochmal um. Und kommen wieder hier durch den Korridor, wo sie hingehören. Jo, das sieht gut aus. Nee, doch nicht. Oder? Ah, er kann sich nicht entscheiden. Ah, exakt, das sollte nicht passieren. Ach, Mist. Ach Gott. Okay. Ah ja, okay. Sehr schön. Ah, jetzt. Ah, was passiert? Das ist voll dumm. Oh Gott. Okay, jetzt genau das sollte nicht passieren. Das ist totaler Shit. Die essen meine Kamele auf. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Die
die Kamele sich nicht wehren. Sind völlig wehrlos. Ey, Kamele. Ja. Alle sind tot. Ah, das war nicht besonders gut gemacht, ehrlich gesagt. Genau das war das Problem, ihr habt's gesehen. Dadurch, dass ich halt zu spät mich hier reinbewegt habe in die Sicherheit der guten Stube, sind die Viecher halt einfach nicht da lang gelaufen, wo sie lang laufen sollen, und das war ein Problem. Oh, Signal Rocket. So, jetzt, okay, ich mache jetzt Pause. Und ich fahre sofort los, es sei denn, ich habe nicht genug Mist, ich habe nicht genug Fuel. Oh, shoot. Okay, Jack. Oh, no Fuel. Aha. Okay, wer kann denn mal Crafting? Ach, das ist ja total blöd. Ach, das geht mit der Dingsbums-Pupsi. Okay. So, Ken geht. Ich beeile mich, so schnell wie es geht. Sobald er hier fertig ist, schicken wir den los. Das war natürlich jetzt blöd. Oh no, oh no, oh no. Okay, er macht das. Dann kann Ken direkt. So, du lässt das fallen. Und du gehst. Ah, es dauert zu lange. Das ist nicht in meinem Sinne. So, Ken muss natürlich jetzt wieder zurück und wartet hier. So, warten, warten, warten. Ach, da habe ich erzählt, ich fahre direkt los. Das Dromeda, ja, das Hugo kann die heilen, das stimmt. So. Du machst mal direkt nochmal und du. So. Und dann kannst du direkt losfliegen hier. Bam, Rainer. Und Expedition Signal Rockets. Can. Bam. Okay. Fährst du mal los? Ja, das war jetzt nicht so schnell, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber was willst du machen? Oh. I have found a cure for the sleep parasite. I will heal all of its victims at once to get rid of the fatigue and drowsiness. Yay! Wow, Jack, du bist ja richtig geil. Jackhammer. Hammer Jack. Das ist hervorragend. Und jetzt baut er hier auch noch. Jack ist ja richtig ein Tier. Baut er hier noch alles auf. Hammer. Jetzt habe ich auch wieder genug Cloth, um einmal hier schön Soft Carpet zu verlegen. Na gut. Guckt euch das an. Gute Nacht. Going to sleep. Gute Nacht, Leute. Water waterways sind hier nicht gut. Oh, Bob. Siehst du, shoot. Ah, okay, wieder zu spät gewesen. Gefällt mir gar nicht. Das kleine Camille ist auch verletzt. Ah, das ist die Mutter. Die Mutter ist verletzt. Da muss gleich Hugo mal hin. So.
So, und dann fände ich das schön, wenn wir das Haus jetzt mal fertig bauen. Dann haben wir einen Meilenstein erreicht. So, was wollten wir? Fuel Mixing eintragen. Weiß gar nicht, wo man das machen kann. Hier. Oh, Nucleus Research. Haycloth. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann fangen wir an mit Strom. Solar Panels müssten hier mega imbar sein. Windturbines. Alles Mögliche, was irgendwie Strom ist. So. Teppich wird verlegt. Jackpot wirklich einfach alles alleine, ne? Was mit Ken? Alter, Ken, du musst doch nicht sofort wieder. Der ist komplett stressed out. Der ist stressed out. So, nee, du kannst erstmal hier ein bisschen Darts spielen. Du brauchst mal ein bisschen Ablenkung. Sonst dreht er mir gleich durch. Super unrelaxed. Ah, das hat geholfen. Und nee, als nächstes, der ist mir immer noch nicht relaxed genug. Als nächstes, du musst dich noch mal ein bisschen relaxen. Hast du Hunger? Pass auf, der darf sich noch mal hier auf den Sessel setzen. Sit and relax. Ich will, dass es ihm gut geht. Der ist wichtig. So, jetzt geht es ihm deutlich besser. So, ey, Jack macht wirklich einfach komplett alles alleine. Niemand hilft ihm mehr. Ist einfach sein komplettes Haus. Was ist denn hier mit. Was macht sie denn hier eigentlich? Sie hat, finde ich, jetzt langsam mal genug gesammelt. Boah, die ist schon weite Wege, boah. Okay, die hat richtig weite Wege. So, Constructing Roof. Ja, sieht gut aus. Wall. Constructing Roof. Das heißt, das. Ah, guck mal hier. Das ist jetzt auch fertig. Yay! Jack ist einfach krass. Was machst du jetzt? Appreciating. Yay! Dromedar sind super. Wow. Wie geht's der Modder? Ist die wieder hergestellt? Noch eine Nacht. Immer noch nicht fertig. Letzte Details fehlen mir noch. Dann ist Schritt 1 hier erledigt. So, morgen machen wir den Rest und dann ist das Haus hier fertig. Und dann können wir irgendwann anfangen, wenn auch gleich Strom da ist und so. Dann fangen wir an, dann bauen wir im Prinzip hier direkt weiter. Dann machen wir die Räume zu, da brauchen wir dann auch wieder Steine. Wir haben ja fast 1000. Dann müssen wir die Küche bauen, Lagerraum. Crafting-Raum. Also da ist eine Menge noch zu tun, aber wichtig ist, dass die erstmal alle ihren eigenen Tempel hier haben, wo sie schlafen können, wo sie aufwachen mit plus 18. Sonst muss man denen ständig irgendwie hinterherrennen, weil sie traurig sind wegen irgendwas. So, was ist mit Jack? Der meditiert oder was? Sehr schön. Jack geht wieder an die Arbeit. Das gefällt mir. Das ist die richtige Einstellung. Ja, guckt euch das an. So, machen wir auch noch. Herrlich. Man braucht einfach so Leute wie Jack.
in der Apokalypse. Constructing Roof. Ah, fantastisch. Zack. Was noch? Ach so, Teppich, ja genau. Damit die sich nicht wie so Cave-Dweller fühlen. Wow! Jetzt dann nur noch die Fenster, glaube ich, ne? Ach so, und dann noch ein Stück von dem Roof und dann haben wir's. Schritt 1 ist dann fertig. Hammer. Ja, super. Sehr, sehr gut. So. Hammer, fertig. So, jetzt kriegt noch jeder seinen eigenen Stuhl hier, finde ich. Das haben die sich irgendwie verdient. Und dann wollen wir natürlich früher oder später hier auch nochmal Tische und so. Was kann man denn noch? Können wir schon irgendwas... Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch Tische... Das werden die, glaube ich, eh nicht nutzen. Aber ich denke, das ist doch schon mal ein Erfolg. Das Haus ist fertig, alle können da pennen. So, der nächste Schritt wäre dann, dass wir hier Küche und so weiter einbauen. Das machen wir dann über hier zum Beispiel. Und dann kommen später noch die Kühlschränke, die ja gerade in der Erforschung sind. Dann machen wir die ganzen Lagerräume hier mit rein, dass die nicht mehr diese weiten Wege haben. Dann wird hier ein riesiger Lagerraum sein, direkt neben den Produktionsstätten. Da kommen natürlich dann hier die ganzen Bänke hin, also die Crafting Benches, Crafting Tables. Die Sachen kommen alle rein, logischerweise. Das kommt alles rein. Und dann ist die Zivilisation auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das war's für heute von Stranded Alien Dawn. Macht wie immer Spaß. Viele neue Sachen zu entdecken, auch Wüstenszenario mal was ganz anderes. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.